Travemünde, die schönste Tochter der Stadt, wie es ja heißt. Wir haben eine Umfrage dort gemacht und wir haben festgestellt, die schöne Tochter ist ganz schön sauer. Hören Sie bitte selbst. Es ist hier vieles im Argen. In Travemünde wird viel Geld in meinen Augen verdient mit dem Hafen, mit der Restauration, mit den Hotels und weiter, mit dem ganzen Tourismus. Und viel Geld geht nach Lübeck und es kommt in meinen Augen zu wenig zurück. Ich wünsche mir von Lübeck im Prinzip, dass wir mehr beachtet werden und dass beispielsweise unsere Kommunalsteuern mehr für den Ortsteil hier verwendet werden. Also ich würde für Travemünde es gut finden, wenn wir wieder ein Schwimmbad hätten oder auch wenn hier mehr für die Kinder getan wäre, dass die Promenade endlich fertig wird, dass die Kinder ordentlich spielen können, ordentliche Kinderspielplätze. Von Lübeck kommt da gar nichts und die Travemünder sind da sehr, sehr enttäuscht drüber. Also was ich für sehr interessant halte, wäre, dass Travemünde eine eigene Kommune letztendlich wird. Aufgrund dieser ganzen Gelder, die aus Travemünde, die Steuern, die wir zahlen, halt eben in Lübeck letztendlich, sage ich mal, irgendwo versickern. Also wir wünschen uns für Travemünde am liebsten einen eigenen Bürgermeister, um Entscheidungsprozesse für Travemünde optimaler und direkter hier bestimmt zu mitbestimmen zu können. Herr Erz. Travemünde will einen eigenen Bürgermeister. Ja. Wäre das was für Sie? Ja. Ganz klar. Habe ich auch gesagt letzte Woche, ja. Weil ich in dieser Runde der einzige Travemünder bin. Ich verbringe meine komplette Freizeit in Travemünde, bin also oft mehr in Travemünde, vor allem in den Ferien, als hier in Lübeck. Aber das sehe ich nicht so. Und Herr Sachs hat zwischendurch gelacht und da gebe ich ihm in den meisten Punkten recht. Also ich muss vor allen Dingen lachen, wenn es heißt, die ziehen unser Geld ab und bekommen nichts zurück. Was wir mit der Stadt in Travemünde investiert haben in den letzten Jahren, das könnten sich anderen Stadtteile nur träumen, sage ich mal. Und man muss sehen, wir haben 4 Stadtteile, die sind größer als Travemünde. Kriegen die dann auch einen Bürgermeister oder wie ist das? Warum ist denn die Stimmung so schlecht? Ja, das fragen Sie mich. Also das ist eine spezielle Travemünder Sache. Vielleicht sollten wir auch unseren Kollegen Taxifahrer mal fragen. Der weiß das nämlich. Herr Klicks, bitte. Ja, weil, ja, gerne. Weil die Stimmung in Travemünde hat mit der Realität nichts zu tun. Sag ich mal ganz, ich bin begeistert in Travemünde. Travemünde geht's gut. Das sind viele hausgemachte Probleme. Da gibt es Vermieter von Wohnungen, die unmögliche Dinge machen für die Gäste. Da muss sehr viel nachgeholt werden. Da fehlt mir ein bisschen Professionalität da in Travemünde. Und diese Klagen kann ich überhaupt nicht hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es sind noch wenig Veranstaltungen da. Es wird nicht mehr so viel angeboten. Das Powerboot ist nicht mehr da. Die Travemünder Woche geht um 10 zu. Da fängt das Nachtleben erst an. So kann man kein Geld verdienen. So kann man echt kein Geld verdienen. Ja. Herr Sachse. Also zunächst mal muss ich ausnahmsweise Herrn Erz recht geben. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorm viel in Travemünde investiert. Ob es Vorderreihe, Kurgartenstraße, Brückmanngarten, Fährvorplatz, Promenade und ist. Wir haben auch noch eine Menge vor. Das soll auch passieren. Auch private Investitionen, Feriendorf auf dem Priwall, Arosa Hotel, Columbia Hotel. Da ist also enorm viel gemacht worden. Aber es ist in Travemünde ein vermutlich seit 1911, da ist nämlich das Eingemeindungsgesetz geschlossen worden, mit dem Travemünde dann auch politisch zu Lübeck kam. Seitdem ist es ein gern gepflegter Mythos, dass Lübeck Travemünde schlecht behandle. Ich sehe das nicht so. Allerdings, es gibt natürlich eine Menge auch Nachholbedarf. Wir brauchen, der alte Spruch des vorherigen Wirtschaftssenators, Sven Schindler ist ja hier, sein Vorgänger im Amt, hat immer gesagt, Travemünde braucht Betten, Betten, Betten. Und das ist auch so. Wir haben in Travemünde 4.000 oder 4.500 Betten. Zum Vergleich, Timmendorf hat über 10.000, Boltenhagen auf der anderen Seite hat auch über 10.000. Das heißt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir auch in die private touristische Infrastruktur investieren, respektive Investitionen ermöglichen. Wir haben Hotelstandorte in Travemünde, gerade auf der Expo Real, sehr prominent präsentiert und viel Aufmerksamkeit dafür gefunden. Herr Fürther. Sie sind ja gegen die Priwall Waterfront und gegen eine Grünstrandbebauung. Wie wollen Sie denn Travemünde so wirtschaftlich? Wie bitte? Die Grünstrandbebauung ist ja schon dafür. Das ist Unsinn, Herr Erz. Das sind wir die Einzigen, die dagegen sind. Herr Erz, das ist Unsinn. Gut, also erst, ich bleibe dabei, Sie sind gegen die Grünstrandbebauung und gegen die Priwall Waterfront. Wie wollen Sie Travemünde stärken? Wie wollen Sie die Travemünde auch zufriedenstellen? Wir haben ja gesehen, die sind sehr unzufrieden. Ja. Also wir waren ja gerade alle in Travemünde in der vergangenen Woche und so ist da uns die Unzufriedenheit, wie das jetzt eben zusammengeschnitten wurde, nun auch nicht ins Gesicht geschlagen. Also natürlich gibt es da Unzufriedene, ein paar sind vielleicht auch unzufrieden mit der CDU-FDP-Wahlkreiszuschneidung, dass sie jetzt bei Ostholstein irgendwie mitwählen dürfen und dahin abgetreten wurden. Aber es ist so,
man muss unterscheiden zwischen der Privalseite. Da denke ich, sollte sich das in die Richtung entwickeln, dass es dann naturnahen Tourismus gibt. Da kann sich auch die Anzahl der Betten erhöhen. Das will auch die dortige Bürgerinitiative. Also die wollen da eine Entwicklung. Es ist nur die Frage des Ausmaßes. Ne? Also das Ausmaß darf diesen Charakter nicht bedrohen, weil wenn ein bestimmter Ort seinen Charakter verliert, dann droht er auch wieder Zuspruch zu verlieren. Und das andere ist die andere Seite der Trave. Da bin ich in der Tat gegen die Grünstrandbebauung. Ich gehe davon aus, dass es genug Flächen gibt, die bebaut sind, die entwickelt werden können, also dass man versiegelte Flächen benutzt. Der Weg, den ja Rot-Rot-Grün zum Beispiel zusammen auch gegangen ist, an der Kailine. Das könnte in dem Sinne auch in Travemünde stattfinden. Natürlich muss da investiert werden in den Tourismus und auch in eine Modernisierung des Baubestandes, aber nicht indem neue Flächen zur Verfügung gestellt werden. Der Grünstand muss erhalten bleiben, weil er auch eine Stärke von Travemünde ist, um Touristen sozusagen damit anzulocken. Gut, das betrifft auch das ehemalige Aquatop-Gelände. Da können Sie sich auch was vorstellen. Oder ist das schon rausgefallen? Das ist definitiv eine bebaute, sozusagen eine versiegelte Fläche. Davon können Sie ausgehen. Gut. Da kann natürlich was gebaut werden, ist doch klar. Ja, eine Frage an Frau Dinges-Dierich. Wie können denn die Genehmigungsverfahren auch in Travemünde beschleunigt werden? Ich sage mal, man liest das so in der Zeitung, es dauert doch, die Entscheidungswege sind sehr lang, es dauert doch sehr lange, bis eine Investition mal zustande kommt. Ja, das eine ist das Grundsätzliche, das heißt also, dass ich vorhin schon gesagt habe, dass die Verwaltung insgesamt anders aufgestellt wird, indem es eben auch Zuständigkeiten gibt, die quer zu den Fachabteilungen liegen. Dann gibt es eben eine Zuständigkeit für Travemünde. Es gibt ja aus Travemünde heraus auch den Wunsch, einen Ortsbeirat einzurichten. Ich denke, aus meiner Sicht würde da gar nichts dagegen sprechen, weil Travemünde vom Charakter her in dieser Abgeschlossenheit teilweise sehr viel Ähnlichkeit mit den Ostholsteiner Badeorten hat. Deshalb kann man die Menschen auch ein Stück weit verstehen. Auf der anderen Seite sind sie nun mal Lübeck. Und das Weitere, was dazu kommt, wenn wir dort mehr auch machen wollen, auch mit den Bürgern gemeinsam, dann müssen wir sehen, dass Betten alleine halt nicht reichen, denn wenn die leer bleiben, dann nützt uns das gar nichts und dann investiert auch niemand. Und deshalb ist es notwendig, dass wir hier, wenn wir in Lübeck etwas investieren wollen, auch zusehen, dass wir die Infrastruktur mit den Bürgern dort vor Ort verbessern. Das bedeutet auch Aufenthaltsqualität für Touristen, wenn wir so Wetter haben wie heute oder in 4 Wochen oder Ähnliches. Und das muss man alles mit berücksichtigen. Und ich denke, wenn Travemünde eine Stimme hätte als Ortsbeirat, und wir hätten die Struktur hier der Verwaltung in Lübeck geändert, von der Linienstruktur weg zu einer Matrixstruktur, dass wir dann 2 Partner gegenüber haben, die sehr wohl die Interessen relativ schnell zum Ausgleich bringen können. Vielen Dank. Herr Schulz, was ist Ihre Vision? Können Sie sich mehr Betten in Travemünde vorstellen, zusätzliche Hotels, oder ist das für Sie auch ein Tabu? Nein, das kann ich mir sehr wohl vorstellen, allerdings unter Voraussetzung. Und das ist, glaube ich, ich habe manchmal das Gefühl, wenn über die Tourismusentwicklung für Travemünde geredet wird, dass man so eine Art touristische eierlegende Wollmilchsau will, dass man alle Märkte bedienen will. Ich glaube schon, dass man sich da entscheiden muss, in welche Richtung man den Tourismus in Travemünde weiterentwickeln will. Es gibt einerseits gibt's die Geschichte, es gibt den Prival und es gibt die Stadtseite oder die Travemünde-Ortsseite. Da kann man unterschiedliche Sachen machen. Aber man muss natürlich auch sehen, dass Travemünde, da ziehen ältere Bürger zu, die dort ihre Lebensqualität haben wollen. Da können wir kein Mallorca machen, das wissen wir alle. Aber da müssen wir natürlich auch gucken, wenn wir da Angebote für Familien machen wollen. Das muss alles zusammenpassen, das muss zusammenleben können. Und in die Richtung muss eine Entscheidung gefällt werden. Und dann muss man sehen, dass man Tourismus so ausbaut, dass man, das hat Herr Fürther auch schon gesagt, den Charakter von Travemünde, das, was seine Attraktivität ausmacht, nicht dabei zerstört.